Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Ich habe heute wieder eine Bastelidee für euch, und zwar für so einen Tischaufstellkalender. Das ist hier so ein kleiner Abreißkalender dran und hier so ein Notizblock, ganz normaler, handelsüblicher 9x9 cm Block. Da habe ich mir einfach ein Stückchen davon abgerissen und habe das eben hier aufgeklebt. Und da nach meinem letzten Video, wo ich auch so einen kleinen Kalender verwendet habe, ganz viele von euch gesagt haben, sie wissen nicht, wo sie sich die Kalender, wie sie da rankommen können, habe ich mich jetzt extra für euch mal 2 Stunden an den PC gesetzt und habe im Excel mir so eine eigene Kalenderdatei erstellt. Habe das alles hier so mit Schneidelinien alles so konfiguriert, dass es jetzt genau passt. Und das stelle ich euch kostenlos als PDF zur Verfügung. Das findet ihr dann auf meiner Homepage unter der Bastelanleitung. Da werde ich euch den Link, wie ihr direkt zur Bastelanleitung kommt, unten in der Infobox reinstellen. Und dort findet ihr dann eben auch das PDF, wo ihr euch die Kalenderdatei downloaden könnt, ausdrucken. Ich habe es jetzt hier auf Flüsterweiß ausgedruckt. Dann ist es einfach auch ein bisschen stärker wie jetzt normales Druckerpapier. Dann einfach an den Schneidelinien ausschneiden, das zeige ich euch nachher noch. Und wie es zusammenklebt, zeige ich euch nachher auch. Ich habe hier mit vielen neuen Produkten aus dem ganz neuen Frühjahr-Sommerkatalog gearbeitet. Und zwar einmal, oder im Prinzip mit der ganzen Reihe Blütensinfonie. Einmal habe ich hier das Designerpapier Blütensinfonie verwendet. Das sind ja so ganz tolle Pergamentbögen mit dabei. Einmal die zwei verschiedenen Designs hier. Das ist das, was ich verwendet habe. Und es sieht ja ganz toll aus. Und ich habe jetzt das Design hier auf das Holzdesign aufgebracht. Da sieht man noch so ein bisschen die Holzstruktur durch. Das fand ich jetzt irgendwie schön. Also das habe ich verwendet. Dann habe ich verwendet einmal hier diese Siegelblüten-Sinfonie. Das sind wie so alte Wachssiegel von früher. Und einmal die Accessoires, mattierte Blüten. Die gehören auch zu dieser Reihe. Und dann gehört da noch dazu das Stempelset Grund zum Lächeln. Das habe ich jetzt nicht verwendet, aber die passenden Framelits-Formen dazu. Das sind die Framelits-Formen Blütenromantik. Das sind jetzt eben einmal die Formen, wo man dann hier diese Stempel Abdrücke ausstanzen kann. Und dann ist auch noch einmal hier das Blatt dabei und hier so ein kleiner Zweig. Das sind die Accessoires, die ich dann verwendet habe. Und gerade das Blatt hier, ich finde, es kommt traumhaft schön raus. Da ist es wird nicht nur ausgestanzt, sondern es wird dann auch noch in den Blättern so diese Blattstruktur geprägt. Und es sieht gigantisch aus, finde ich. Genau, und dann habe ich noch hier diese Ranke verwendet, und auch die finde ich wunderschön. Die stanzt einmal hier so diese ganzen wie so ein Netz aus, und dann auch wieder hier diese Blätter, wo auch die Blattstruktur wieder geprägt wird in einem Arbeitsschritt. Finde ich traumhaft schön. Genau. Dann zeige ich euch jetzt, wie ich es gemacht habe. Und zwar brauchen wir als erstes ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt Sahara-Sand genommen, weil das eben passend zum Designerpapier ist. Und zwar in den Maßen 10,5 x 29,7. Also genau ein halbes DIN A4 Blatt, eben in der Länge halbiert. Und das müssen wir uns jetzt falzen. An der langen Seite. Einmal genau in der Mitte bei 14,85 cm. Und dann noch einmal bei 7,4 cm. So. Dann falzen wir uns die Linien einmal nach. Und dann brauchen wir 2 Stückchen Farbkarton in den Maßen
10 x 14,3 cm, zweimal den gleichen. Der eine wird einmal hier innen aufgeklebt. Das können wir gleich machen. Und dann können wir das erstmal kurz zur Seite legen und dann geht es hier weiter. Auf den wird jetzt das Designerpapier aufgeklebt und zwar hat es das Maß 9,5 x 13,8. Wenn ihr jetzt ein einfaches Designerpapier verwendet, dann braucht ihr jetzt natürlich auch bloß einen einfachen Bogen. Ich habe jetzt das gleiche Maß eben auch noch in diesem Holzstruktur-Designerpapier genommen, weil ich jetzt das Pergamentpapier auf das Holzdesign draufklebe. Also die haben beides identische Maß. Und zwar bei diesem Pergamentpapier sieht man ja fast alle Kleber ziemlich gut durch. Also das kann ich jetzt nicht mit so einem Flüssigkleber aufkleben, den würde man durchsehen. Da nehme ich jetzt das Abreißklebeband. Das sieht man fast nicht. Also es, wenn man genau hinschaut, sieht man es ein bisschen. Aber das, ja, ich denke, wenn das einer nicht weiß, dann fällt eben das nicht auf. Das mache ich mir jetzt ziemlich bündig am Rand, einmal außen rum. So, und dann brauchen wir nachher zum Unterlegen vom Kalender noch ein Stückchen Farbkarton in den Maßen 7,4 x 6,2. Und das lege ich mir jetzt schon mal so hin, wie ich es nachher ungefähr aufbringen möchte. Also so von der Höhe her eben etwas so wie hier auch auf meiner Vorlage. Weil an der Stelle mache ich jetzt auch nochmal Klebeband hin. Das da dann, weil ja da der Kalender aufgebracht wird und dann würde ja hier das Pergamentpapier ja fast in der Luft schweben, sage ich mal. Deswegen klebe ich mir es hier auch nochmal fest. Aber das sieht man es ja dann eben nicht mehr, weil dann der Kalender drüber klebt. So. Dann kann ich mir einmal die Schutzfolie abziehen und das Pergamentpapier aufkleben. So, das sieht man jetzt eben so ganz leicht noch die Holzstruktur durch und vom Klebeband sieht man fast nichts. Jetzt kann man es nochmal schön andrücken. Und kann jetzt das Ganze hier auf den Farbkarton kleben. So, jetzt muss ich schauen, wo meine zusätzlichen Klebestreifen sind. Die sind hier unten, also man sieht sie wirklich kaum. Da muss man schon ganz genau schauen. Und dann klebe ich mir jetzt schon mal hier den Farbkarton auf auf den dann nachher mein Abreißkalender drauf kommt. So, da kommt dann nachher unser Kalender drauf. Das legen wir jetzt mal schnell zur Seite. Das wird nachher hier nur auf dieses untere Teil aufgeklebt, damit ich das dann auch so hinstellen kann. Und hier hinten kommt jetzt noch ein Stückchen Farbkarton hin. Und zwar, achso, das ist übrigens Moosgrün in den Maßen 6,9 x 10. Das wird hier aufgeklebt. Und dann brauche ich hier ein Stückchen Designerpapier in den Maßen 6,4 x 9,5. Und für hier hinten drauf, wenn das dann so aufgestellt wird, dann sieht man ja den oberen Teil auch noch von hinten. Und damit auch der schön aussieht, mache ich hier oben dann auch noch mal ein Stückchen Designerpapier hin. Und das hat das Maß 6,6 mal 4. Also das ist eine ideale Höhe wie das untere Stückchen. Und das kann ich mir jetzt hier aufkleben. Ich habe mir hier jetzt schon jeweils das Pergamentpapier auf diese
auf dieses Holzdesign aufgeklebt, einfach, dass es ein bisschen schneller geht. Und das kann ich jetzt schon einmal hier hinten draufkleben. Also das etwas höhere, das mit dem Maß 6,6, wird jetzt auf das Kalenderblatt, also der Kalender ist ja, das gehört ja so rum, das ist unten. Jetzt drehe ich mir es gerade rum und klebe das dann oben auf die Rückseite. Überall hier mit dem gleichen Abstand, rechts, links und oben. Und das hier mache ich mir auf die Rückseite. So, jetzt kann ich hier auf diesen unteren Teil eben das Stückchen hier anbringen, wo dann nachher mein Kalender drauf kommt. Und zwar mache ich jetzt eben nur auf das untere Stückchen Kleber. Gehe auch nicht zu weit an den Rand, weil er wieder überall ein kleiner Abstand zum Rand gelassen wird. Und klebe mir das jetzt einmal hier mittig auf, dass ich auch wieder überall drumherum den gleichen Abstand zum Rand habe. Damit ist der Aufstellmechanismus auch schon fertig. Hier unten kommt jetzt dann noch unser Block hin. Da habe ich mir, wie gesagt, einfach von so einem handelsüblichen 9x9 cm Block hier ein Stückchen abgeschnitten. Das kann man jetzt beliebig dick machen. Ich hatte jetzt leider keinen weißen, ich hatte nur einen mit so einem Bild außen. Da wäre jetzt natürlich ein weißer schöner. Und den kann man sich jetzt hier aufkleben. Und damit steht dann hier das schön. Das mache ich aber nachher, dann fällt mir es jetzt mit dem Verzieren ein bisschen leichter. So, dann kommen wir jetzt erstmal zum Block. Und zwar habt ihr euch jetzt die Datei ausgedruckt und jetzt wird sie geschnitten. Und zwar habe ich das so eingerichtet, dass die linke Spalte jetzt genauso breit ist, also die hat eine Breite von 6,9 cm, also vom Rand hier bis zur Schneidelinie, und auch die mittlere hat 6,9 cm, also die ersten beiden Spalten passen exakt. Bei der dritten hat es einfach nicht ganz hingehauen, dass es ohne Schneiden geklappt hätte, da müssen wir jetzt in Idele abschneiden. Also wir messen hier von dem Strich, wo ihr es abschneiden müsst, messen wir herüber auch die 6,9 cm. Dass eben auch die Spalte gleich breit ist wie die anderen zwei und schneiden uns da dann rechts eben 3-4 mm ab. So, ich mache das jetzt hier mit Lineal und Cuttermesser. Das ist mir bei so ganz exakten Linien hier nachschneiden immer lieber. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Papierschneider machen. So, und ab jetzt wird einfach immer an diesen Schneidelinien abgeschnitten. So, und wenn dann alle abgeschnitten sind, dann sollten sie jetzt eigentlich ziemlich identisch breit und hoch sein. Und jetzt eben nochmal genau schauen, dass man auch die richtige Reihenfolge hat. Also Januar, Februar, März, April, Mai. Ich habe jetzt bei der neuen Variante auch noch das 2019 hingeschrieben. Das hatte ich bei meiner ersten Variante vergessen. Und dann dachte ich, es ist ja auch blöd, wenn man gar nicht das Jahr sieht. Deswegen ist das jetzt bei der Datei, die ihr downloaden könnt, noch das Jahr dabei. So, und jetzt muss das
ziemlich exakt aufeinander gelegt werden. Und wichtig ist auch, dass die obere Kante auf jeden Fall exakt aufeinander liegt. Deswegen schön anklopfen und jetzt am besten so Maulklammern nehmen und es schön fixieren. So, und dann nehmen wir uns einen Tombow und machen eine richtig schöne dicke Schicht hier oben drauf. So, also die kann ruhig schön dick sein, die Schicht. Gucken wir wirklich, dass jedes, also dass man kein einzelnes Blatt hier mehr sieht, sondern dass man jetzt nur noch eine Leimschicht erkennen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, so sollte das jetzt aussehen. Und jetzt kann man auch nochmal eine dritte Klammer oben in die Mitte machen. Und jetzt am besten so über Nacht trocknen lassen. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Das ist jetzt hoffentlich ja getrocknet. Da hatte ich noch so ein kleines Schutzblatt vorne hingemacht, dass mir die Klammern nicht mein erstes Blatt versauen. Und ja, es ist ein bisschen babbig, einfach weil der Tombow ja, wenn er so an der Luft trocknet, ein bisschen babbig bleibt, aber das stört ja nicht. Und jetzt hat man hier eben einen schönen Kalender, wo man genauso blättern kann wie bei den gekauften. Und der passt jetzt eben genau hier drauf. Ich hatte den, das war mein Versuchskalender hier. Da kann ich es euch jetzt mal zeigen, wie das mit dem Abreißen funktioniert. Also wenn man da jetzt so reißt, dann hat man hier so richtig dieses Gummi, diese Gummierung, wie man es halt auch bei den gekauften hat. Und man kann da wirklich Blatt für Blatt schön runterreißen. Also das klappt einwandfrei. So, den klebt man jetzt einmal hier auf. Auch gerade mit Flüssigkleber mittig auf den Farbkarton. So, und dann geht es an die Verzierung. Da habe ich mir jetzt einmal hier diese Blüten, diese Blätterbordüre ausgestanzt. Und zwar habe ich da so einen Streifen genommen. Die stanzt jetzt nicht hier oben und nicht hier unten und auch nicht hier auf der rechten Seite. Also es wird nur hier links bei diesen Blättern wird's, abgeschnitten. Der Rest wird nur hier eben das Netzmuster ausgestanzt, aber hier bleibt das Blatt dran. Also da könnte man jetzt auch eben schön eine Karte damit gestalten, hier so die Vorderseite von der Karte, den Rand dann hier mit gestalten und dann kann man die so aufklappen. Also man kann das hier eben, das bleibt dann beliebig lang. Ich lege mir es jetzt auf so einen Streifen so an, dass ich hier links noch etwa einen Millimeter überstehen habe. Dann habe ich nämlich hier so eine schöne Klebekante, wo ich mir es da aufkleben kann. So, und so lasse ich mir es jetzt einmal durch die Big Show, dass hier links so 1 bis 2 Millimeter noch überstehen. Und so kurbel ich es mir einmal durch. Und dann kommt das Ganze nämlich so raus. Also es ist, wie gesagt, nur hier auf der rechten Seite ist es geschnitten. Und oben und unten und hier links bleibt das Blatt eben ganz. Ich schneide mir jetzt hier ein Stück von der Bordüre aus, wie ich sie hier eben draufkleben möchte. Mache ich einmal hier. Das Stück. Und mache das jetzt eben exakt so lang, wie ich es hier auch. Jetzt komme ich hier direkt auf so ein Blatt. Jetzt werde ich mir das einfach noch mit ausschneiden. So. Und so werde ich mir die jetzt hier aufkleben. Mache ich da gerade mit Flüssigkleber einmal hier unten auf die Kante, die ich ja extra stehen habe lassen, und dann hier oben auf so die Blätter.
nicht so viel hinmachen, das steht ja ein bisschen über. Und so klebe ich mir es jetzt einmal hier oben bündig an den Farbkarton an. So. Dann habe ich hier auch aus den Framelits-Formen, das habe ich, liegt noch hier drüben, da ist auch noch hier dieser Rahmen dabei. Und den habe ich mir schon einmal ausgestanzt in Flüsterweiß. Und da habe ich jetzt einfach ein Für dich drauf gestempelt. Und das stammt aus dem Stempelset Voller Schönheit. Das ist auch aus dem neuen Frühjahr-Sommer-Katalog. Ich glaube, ich habe es vorhin vergessen, die beiden Kataloge, also den Frühjahr-Sommer-Katalog und den Celebration-Katalog, die gelten ja beide ab 3. Januar. Und ja, wer Celebration noch nicht kennt, das ist so eine Aktion von Stampin' Up. Das ist immer in dem Zeitraum Anfang Januar bis Ende März. Da kriegt man pro 60 Euro Bestellwert aus einem der gültigen Kataloge, also aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog oder aus dem Jahreshauptkatalog, pro 60 Euro Bestellwert, beziehungsweise pro 120 Euro Bestellwert. Also da gibt es verschiedene Geschenke drin. Kriegt man ein Geschenk hier aus der Celebration-Broschüre. Also es gibt Geschenke, wo man für 60 Euro Bestellwert bekommt und es gibt zwei hochwertigere Sets, die sind dann ab 120 Euro Bestellwert. Und ihr könnt die beiden Kataloge gratis bei mir anfordern. Den Link dazu, den stelle ich euch unten in die Infobox. Außerdem habe ich zur Celebration noch eine ganz besondere Aktion. Also auch die gilt bei mir vom 3. Januar bis 31. März. Da habe ich nochmal ein ganz besonderes Goodie für euch. Da schaut am besten mal auf meiner Homepage vorbei. Auf der Startseite habe ich euch da alles dazu erklärt. So, dann stempeln wir jetzt einmal das für dich. Und zwar in Waldmoos. Passend hier zum Farbkarton. Also relativ weit oben. So. Und dann wird es jetzt noch verziert mit diesen Elementen, die ich auch schon ausgestanzt habe. Also das hier habe ich in Farngrün, weil auch Farngrün hier im Designerpapier vorkommt. Und eben das größere Blatt in Moosgrün. Und das werde ich mir jetzt einfach hier drauf so ein bisschen arrangieren. Das mache ich mit Glue Dots, die ich mir aber vorher immer noch mal falten muss, weil das so arg kleine Stellen sind hier, wo ich Kleber anbringen kann. Da rolle ich mir den Glue Dot so ein bisschen auf und dann kann ich den hier anbringen. Hier habe ich jetzt sehr größere Stellen, da passen ganze Glue Dots drauf. So, und dann noch den Zweig. So, das, was jetzt hier so übersteht, das schneide ich mir mal alles ab, zumindest den Stiel hier. Hoppala. Und dann sind ja da die schönen Siegel hier. Die sollen eigentlich selbstklebend sein, aber die kleben irgendwie überhaupt nicht. Also die haften hier auf der Folie, aber am Papier heben die gar nicht. Also da muss man nochmal mit Tombow drauf. Irgendwas stimmt mit den Klebefolien da nicht. Aber einfach ein bisschen Tombow drauf, hier drüber kleben und fertig. Das Ganze mache ich mir jetzt mit zwei Dimensionals, die ich eben nur hier auf der rechten Seite anbringe. Einmal hier seitlich fest.
So, dann fehlen nur noch hier so ein paar Blüten noch mit drauf. Mach die Lilane hier mit aufs Papier. Und hier dann eine rosane und eine weiße. So, damit ist auch schon die Verzierung fertig. Was jetzt noch fehlt, ist die Stiftschlaufe. Die ist ja hier so selbstklebend. Wenn ihr bei mir eine Stampin'-Up-Bestellung tätigt, dann könnt ihr bei mir auch diese Stiftschlaufen mitbekommen. Die findet ihr auch auf meiner Homepage unter der Rubrik Produkte. Einfach mal anklicken. Ja, aber nur im Zusammenhang mit einer Stampin'-Up-Bestellung könnt ihr dann auch die bei mir bestellen. Die klebe ich jetzt einfach hier unten in diesen Knick von hinten ran, sodass nur noch die Schlaufe rechts rausschaut. Quasi genau hier unter die Falzlinie. Und dann fehlt nur noch der Block. Auch den klebe ich mir jetzt an der Unterseite einfach fest. Und damit ist mein Aufsteller fertig. Dann brauche ich noch so einen kleinen Bleistift oder eben auch einen Kugelschreiber. Hier in die Stiftschlaufe gesteckt und fertig ist unser Aufstellkalender. So, dann hoffe ich, euch hat meine Idee gefallen und wie gesagt, ihr könnt ja die Kalenderdatei downloaden und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und gerne auch einen Kommentar. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!